Ja, herzlich willkommen zum magischen Gedanken für eine neue inspirierende Woche. Und in diesen magischen Gedanken geht es heute um das Thema anders mutig sein. Was meine ich jetzt damit ganz konkret? Unter Mut verbinden viele von uns ja ganz große Dinge. Mutig ist, wer zum Beispiel zum ersten Mal einen Fallschirmsprung macht. Mutig ist, wer einen Bungee-Jumping-Sprung macht. Mutig ist, wer vielleicht auch momentan im Bad von einem 10-Meter-Brett springt. Oder mutig ist, wer in einen Hochseilgarten geht. Nicht weit von hier ist so ein Hochseilgarten. Ich finde das immer wahnsinnig interessant und auch mutig, solche Dinge zu tun. Und da steckt natürlich viel dahinter und Respekt für jeden, der das auch wirklich umsetzt und macht. Doch ich frage mich, müssen es, um den Mut zu beweisen, immer wirklich diese großen Dinge sein? Muss es immer dieses große Getöse sein, was wir dann nach außen geben können? Oder sind es, andersmutig, nicht die vielen kleinen täglichen Dinge, in denen wir auch unseren Mut zeigen können? Ohne viel Rummel, ohne viel Getöse, nur vielleicht für uns selbst. Und genau das meine ich mit andersmutig sein. Und ich gebe dir ein paar Beispiele, was ich genau damit verstehe, darunter verstehe und was ich damit meine. Andersmutig sein bedeutet im Täglichen, wenn du momentan an einer Herausforderung steckst und irgendwo das Gefühl hast, nicht mehr weiterzukommen, den Mut zu haben, es liegen zu lassen und morgen weiterzumachen, im Vertrauen, dass sich bis dahin einfach auch bestimmte Lösungen anders bei dir einstellen können. Andersmutig sein bedeutet auch, die letzte Übelstunde nicht mehr zu machen, sondern die Arbeit zu beschließen, um Zeit für die Familie und für die Kinder zu haben. Andersmutig sein heißt auch, sich Auszeiten zu erlauben, auch wenn ich weiß, dass es eventuell schwierig werden könnte. Das meine ich mit andersmutig sein im Täglichen, wo wir nicht diese großen Dinge nach außen geben können, sondern in kleinen täglichen Situationen unseren Mut beweisen können. Ich selbst erlebe das immer wieder bei mir mit diesem andersmutig sein. Das bedeutet für mich, auch mittags, wenn ich Bürotage habe, mir die Zeit und die Ruhe zu gönnen, draußen in der Sonne oder auch sonst an einem ruhigen Platz, auch wenn vieles noch anliegt. Und wir können dann diese täglichen Situationen so anpacken, andersmutig sein, wenn wir wissen, es wird sich ein Weg finden. Wenn wir auch das Vertrauen in uns selbst haben und uns auf uns verlassen können, dann können wir in den täglichen Situationen andersmutig sein. Überlege dir doch einmal, welche kleinen Situationen es bei dir sind, in denen du zukünftig anders mutig sein könntest. Was wolltest du vielleicht schon immer in täglichen Situationen ein bisschen verändern, ein bisschen anders gestalten? Sei anders mutig und mache es. Setze es für dich um. Und ohne dass andere groß davon erfahren. Dieses anders mutig sein hat zuerst mit dir selbst zu tun und das machst du für dich selbst. Ich wünsche dir, dass du einige Situationen findest, den Mut hast, anders mutig zu sein, die täglichen Situationen anders umsetzen kannst und wünsche dir dafür natürlich alles Gute und toi toi toi. Und freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder beim nächsten magischen Gedanken mit dabei bist. Wünsche dir bis dahin alles Gute und denke immer daran, lebe dein Potenzial, denn in dir steckt einfach mehr. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Bis bald, wir sehen uns, dein Jürgen Zwickel. Thank you.